Kann man damit Licht so viel machen wie mit Schwarz-Weiß? Die Frage geht zunächst mal an Kjell Ballhaus. Was kann man mit Farbfilm und Licht? Ist das eingeschränkter? Was kann man da machen? Es ist nicht eingeschränkt. Also Farbfilm ist natürlich, hat eine andere Dimension. Das kommt, glaube ich, immer darauf an, was man erzählen möchte. Ich habe sehr viele Filme noch in Schwarz-Weiß gedreht und mir hat das große Freude gemacht. Ich habe dann ein witziges Erlebnis gehabt. Ich habe einen Film mit Prince gedreht. Das Studio wollte unbedingt, dass es Farbe ist und er hat gesagt, nein, das wird Schwarz-Weiß. Und dann habe ich das beleuchtet wie Schwarz-Weiß und dann hat das Studio hinterher versucht, das auf Farbe zu kopieren. Das ging nicht, weil es war einfach nicht auf Farbe beleuchtet. Es ist eine andere Lichtführung und das ist aber ein sehr wichtiger Aspekt. Die waren ein bisschen sauer, aber Prinz war glücklich darüber. Es war ein Problem, wir haben in der Wüste gedreht in Marokko und die Produzentin war enorm geizig. Das war zu der Zeit zwar die Frau von Martin Scorsese, aber auch nicht mehr lange danach. Weil sie war so geizig, dass jedes Mal, wenn er nach Hause kam, hat sie gesagt, wir waren schon wieder $3 over budget. Und das hat ihn so genervt, dass er dann irgendwann mal was gemacht hat. Und sie hat eben, ich habe gesagt, ich kann diese Szene nur Day for Night drehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Wenn man die Wüste vor sich hat, da kann man das mit den größten Lichtmöglichkeiten, kann man die Wüste nicht ausleuchten, weil das geht ja bis zum Horizont. Und sie hat mich also gezwungen, das zu tun. Und das sieht einfach furchtbar aus. Das sieht also einfach, ich hätte die Szene auch vom schwarzen Molton fotografieren können. Und das war natürlich nicht, an sich nicht der Sinn dieser Szene, weil die Szene hat an sich eine große Poesie und war auch was sehr Schönes. Da brannte auch noch ein kleines Feuer und so. Das war das Einzige, was Licht gab. Aber es war eben, man konnte eben die ganze Wüste sehen. Also das war ein trauriges Beispiel, wie es also eigentlich nicht geht. Solche Sachen kann man eigentlich nur Day for Night machen. Und dann ist es möglich, weil dann sieht das aus wie Nacht. Also, und das kann sehr schön aussehen. Wir haben darüber ein anderes Beispiel gesprochen. Die Straßen, in dem Sie haben ja den ersten Film mit Scorsese fast nur nachts gedreht. Und wie haben Sie die Straßen da ausgeleuchtet? Das ist ja auch ein relativ geringes Budget, 4 Millionen, glaube ich, amerikanische Verhältnisse, sind wirklich keine Superproduktion. Da gab es auch Limitierungen, aber die Straßen sehen toll aus. Das war schwierig, vor allen Dingen besonders schwierig für meinen Schärfeassistenten, weil ich habe nämlich, das tun wenige meiner Kollegen, den Film mit offener Blende gedreht, also mit einer 1,8. Und jeder, der ein bisschen was davon versteht, weiß, dass da die Tiefenschärfe wahnsinnig gering ist. Also da scharfe Bilder zu machen, ist wirklich höllisch schwer. Mein Assistent hat es geschafft, aber hat geschwitzt, Blut und Wasser. Aber es ging und wir haben eben dadurch konnten wir sehr viel mit vorhandenem Licht drehen. Also eine Straße, wo ein paar Laternen standen, das war schon möglich. Aber was wir dann manchmal noch gemacht haben, wir haben einfach auf das Dach eines Hauses mal ein 2 kW gestellt als Gegenlicht für den Asphalt und den Asphalt ein bisschen nass gemacht. Wet down, Sherry. Und das war natürlich, hat sehr viel Freude gemacht, das dann hinzukriegen. Wir hatten, wie gesagt, für einen Film von Scorsese hatten wir 4 Millionen und hatten 40 Nächte und mussten aber 600 Einstellungen drehen oder sollten 600 Einstellungen drehen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, aber der Film hat auch viele, also bewusst viele dunkle Stellen, weil es eben alles bei Nacht gespielt hat. Fast alles bei Nacht war, also 90% bei Nacht. Ich habe neulich auf DVD wiedergesehen von Clint Eastwood, Pale Rider. Da gibt es diese Szene, wo er seine Widersacher in diesem Haus aufsucht und man konnte alles sehen. Und ich hatte den Film aber, als er rauskam, im Kino gesehen und war vollkommen fasziniert von der Dunkelheit, die sich Eastwood da getraut hat, mit den wenigen Lichtflecken, die Augen, die Gesichter, die in dieser Szene eben eigentlich zu sehen sind. Ist denn Dunkelheit für die Inszenierung eines Films, ist es auch ein Risiko? Stößt man da an Grenzen der Akzeptanz?
Naja, sobald man jedenfalls das Kino verlässt. Im Kino ist sowas ja doch möglich, einfach durch die Vorführsituation. Aber sobald man auf einen Film aufs Mobiltelefon schickt oder auf einen Fernseher und so weiter, was ja immer mehr passiert, ist plötzlich die Dynamik extrem eingeschränkt und natürlich gibt es dann Stellen, also Sender zum Beispiel, die wollen, dass es heller ist und kontrastreicher und so weiter. Das sind ganz übliche Kämpfe, die ich auch schon hinter mir hatte, ja, auf jeden Fall. Ich finde ja, dass die Dunkelheit, und das ist für mich eigentlich das wichtigste Argument für das Kino selbst, die Dunkelheit, in der man verschwinden kann, eben auch als Zuschauer, in der ich sozusagen mich als Körper auflöse, nur noch Auge bin, das ist eigentlich für mich eine Voraussetzung für dieses Suspension of Disbelief, was das Kino ja braucht. Und sobald ich immer den Screen auch noch sehe und mich vielleicht noch im Screen spiegle, wird die Situation schon so meta, dass ich nicht bereit bin, sage ich mal, die letzte Träne kullern zu lassen. Und das ist ein großer Verlust, finde ich. Also insofern brauchen wir unbedingt das Kino, um auch, ich meine, wenn man sich auch die Szenen, die wir gerade gesehen haben, die kann man jetzt sozusagen nur als Information wahrnehmen, während man sie im Kino vielleicht auch empfindet. Und insofern glaube ich, dass das Kino enorm wichtig ist als Vorführort für das Bild oder die Bilder, die wir machen. In unserer Retrospektive gibt es ja so bestimmte Schneisen, die wir schlagen. Also geht es unter anderem auch um bestimmte Genres, also von dem Hidageki des japanischen Films, also diesem Schwertfilmen sind leider nur ganz wenige erhalten, aber es gibt die Filme von Douglas Fairbanks, die ja ein Vorbild waren für diese amerikanischen Filme. Und natürlich stellt sich dann auch die Frage Licht und Story und Licht und Genre. Nicht jedes Genre verträgt jedes Licht und nicht jede Story verträgt jedes Licht. Wie fallen solche, muss ich jetzt an beide die Frage geben, wie fallen Entscheidungen über die Lichtsetzung eigentlich, fallen die schon, wenn man das Drehbuch schreibt, wenn man das Drehbuch liest, fallen die vor Ort, am Set, in der Auseinandersetzung, beschreiben Sie das doch vielleicht mal zuerst, Herr Ballhaus. Ja, natürlich, die Entscheidung fällt, wenn man das Manuskript liest, also wenn man das Drehbuch liest, dann heißt es, der Film heißt After Hours und es ist alles bei Nacht. Gut, also das ist schon mal gegeben. Also manchmal wurde gedreht 40 Nächte in Downtown Manhattan. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, aber wie gesagt, wie ich schon geschildert habe, gibt es da immer Möglichkeiten, das doch dann hinzukriegen. Und wir haben es halt mit einfachsten Mitteln, nämlich mit Wetdown, also nasse Straßen und einer Lampe, die das im Gegenlicht beleuchtet, von dem Hochhaus, ist es dann möglich und sieht dann auch in Ordnung aus. Aber es ist natürlich, wenn man das richtig ausleuchten würde, wäre es gar nicht so gut. Also ich habe das eigentlich sehr genossen, dass es wirklich authentisch aussieht, weil die Lichter sind eben, die Laternen sind eben wirklich das hellste im Bild. Und wenn man das richtig ausleuchtet, ist es das nicht mehr der Fall. Dann sieht es doch ein bisschen künstlich aus. Deshalb war ich da gar nicht traurig, dass ich unter diesen Bedingungen das machen musste. Und natürlich war Scorsese sehr froh, dass das wenig Zeit gekostet hat und dass er wirklich alle 600 Einstellungen, die er geplant hatte für diesen Film, auch bekommen hat. Das war schön. Und wenn ein Film im Titel Dracula hat, dann ist irgendwie auch klar, wie das Licht sein soll, oder? Bei Dracula war es ja sozusagen, da war die Dunkelheit mit das Wichtigste überhaupt. Und ich werde nie vergessen, das erste Meeting, was ich mit Francis Ford Coppola hatte, war, dass er mir sagte, also unser Vorbild für diesen Film, für diesen Dracula-Film, ist Nosferatu von Murnau, der, glaube ich, 1922 gedreht wurde oder so in der Gegend. In dem Zusammenhang muss ich sagen, dass ich ganz schlechtes Namensgedächtnis habe. Da brauche ich manchmal Hilfe. Weil man einfach manchmal Namen nicht. Ich war noch nie gut mit Namen, aber jetzt bin ich nicht besser geworden im Alter. Also ab und zu muss ich auch mal rüber gucken, was da, ich brauche einen Namen. Oder Sherry sagt mir immer, wie der und der hieß. Und dann kommt der Name.
Und ja, da sagt er, dass das ist unser Role Model und alles, was wir in der Kamera machen können, das sollten wir ja auch so machen, wie das auch bei Mono bei Nosferatu gemacht wurde. Und das haben wir tatsächlich versucht und darüber war er natürlich sehr froh. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir wirklich sehr viel Dunkelheit auch in diesem Film haben. Sehr viel Dunkelheit und auch da ein paar ganz lustige Sachen gemacht haben. Also es ist gar nicht so schwer, Christoph, wie du dir das vorstellst oder wie du das auch beschreibst. Es wird bei mir ganz einfach dadurch diktiert, dass jede Szene so realistisch aussehen muss, wie sie eigentlich ist. Also wenn ich, das war für mich, also dieser Film war für mich ein schmutziger Mafia-Film. Ich hatte keine berühmten Stars, die man schön ausleuchten musste, weil das gibt es ja auch, wenn man da so, weiß ich, mehr aus die vor der Kamera hat, kann man die nicht ausleuchten, die man will. Die muss eben schön aussehen. Und das war da nicht der Fall. Und deshalb konnte ich wirklich das machen, was ich wollte. Und wenn man in so einer Bar ist, in so einer dunklen Mafia-Bar, dann ist das klar, da ist nicht viel Luft. Da werden also zwei Neonröhren unter den Tresen gelegt und dann ist da irgendwo, schreibt man noch zwei Birnen rein und dann dreht man das halt mit Blende 2 und dann ist es die Stimmung, die dieser Raum hat, vielleicht noch ein bisschen Rauch dazu und dann ist das die Stimmung. Und so geht das durch jede Szene, jede einzelne Szene. Wenn die Szene, weiß ich, wo spielt, wo die Damen da geschminkt werden, dann ist es eben sehr hell und sieht sehr hässlich aus und auch die Maske sieht hässlich aus und wie die geschminkt werden. Und wenn man in so einer Wohnung ist, die auch, weiß ich, geschmacklos eingerichtet ist, dann ist die auch hell und geschmacklos beleuchtet. Es hat immer bei mir nur mit der Geschichte zu tun. Und deshalb ist es dann auch nicht so schwierig, da eine Einheit zu finden, weil es hat ja immer was mit dem zu tun, was vor der Kamera passiert. Also ich fand es nicht schwierig. Ja. Aber mir hat große Freude gemacht. Ja, aber das sehe ich absolut. Also ich habe auch das Gefühl, dass das überhaupt deine Arbeit prägt, diese Art von adäquate Mittel finden wollen. Also eben nicht versuchen, einen Lichtstil zu haben, wie manche Kollegen das haben, wo man sagt, okay, ich leuchte jetzt immer so aus, oder weil ich das mag, sondern zu versuchen, einer Szene gerecht zu werden. Aber auf der Ebene der Kammerbewegung zum Beispiel ist der Film ja sehr antirealistisch. Und das ist womöglich auch etwas, was mit deiner Leidenschaft zu tun hat, stelle ich mir jedenfalls vor, weil du dich sehr gerne bewegst mit der Kamera. Oh ja, das kann man wohl sagen. Und das war Gott sei Dank auch die Idee von Martin Scorsese, der auch die Kamera sehr gerne bewegt. Und das, da haben wir uns auch gefunden. Und ja, die Kamera steht selten still. Das hat auch was mit Emotionen zu tun. Weil ich finde, Motion ist Emotion. Und da ich immer sehr an Emotion interessiert war, ist eben das auch so ein Prinzip dann gewesen. Und ich wollte nie einen Stil haben. Wenn mich Leute gefragt haben, ja, was ist denn also dein Stil? Habe ich gesagt, dann schaut euch doch mal meine Filme an. Das ist Goodfellas und dann ist Age of Innocence. Das sind Welten. Das eine ist ein eleganter, vornehmer Film, Age of Innocence. Das andere ist ein schmutziger Mafia-Film. Finde ich wunderbar. Aber manchmal ist es dann auch so, dass daraus eine Überhöhung entsteht, die als Bild einfach haften bleibt. Also das, was du beschrieben hast, der Wagen mit der Leiche im Wald, das ist ja mit diesem Rot. Ist das dann auch das Licht, das da ist, wenn es plötzlich ganz rot wird, oder wird da vielleicht doch ein bisschen was nachgeholfen? Ja, natürlich wird da sehr, sehr viel nachgeholfen, ist klar. Aber das war die einzige Begründung dafür, waren die Rücklichter von dem Auto. Ja, man braucht eine Motivation. Und die waren natürlich auch auf der verkehrten Seite, weil wir haben den Kofferraum aufgemacht. Aber es war trotzdem alles rot. Ich fand das einfach spannend, da mal ein 5 kW mit einer roten Folie herzustellen. Und das Ganze sieht dann doch ein bisschen anders oder ein bisschen wilder aus. Ja, das war eine ganz gute Ansage von Fassbinder am Anfang, als wir anfingen zu drehen. Er hat gesagt, du musst die Hanna so aussehen lassen wie ein Filmstar. Du musst die richtig schön, richtig ganz toll schön beleuchten. Und das war eine sehr gute Ansage. Und ich mache sowas natürlich auch besonders gerne, wenn man dann
Schauspielerin hat, die man auch mag, wie Diana, dann habe ich sie eben sehr schön beleuchtet. Und die sieht wirklich, ja, die sieht, in der Maria Braun sieht die gut aus. Und das hat dann auch da wieder, hat das wieder viel Freude gemacht, muss ich sagen. Aber habt ihr da, erinnerst du dich, habt ihr da Tests gemacht, welches Licht ihr besonders gut tut? Also, weil darauf wollte Rainer ja gerade hinaus, weil Marlene hatte ja, glaube ich, 90 Grad oder weiß ich nicht, also so steiles Licht. Also jedenfalls sehr steil von oben, also diese Sternbergphase jedenfalls. Wo sie ja plötzlich, die hatte ja gar keine so kleine Nase, aber plötzlich war sie nur noch Wange und ja. Also. Die hat ja teilweise ihr Licht selber gemacht. Die hat einen Spiegel und hat dem Oberbeleuchter gesagt, wo er die Lampen hinstellen soll. Das ist tatsächlich wahr. Also. Der Oberbeleuchter da nicht, oder der Kameramann hatte da nicht viel zu sagen. Da kommt das Licht hin. Ja, natürlich haben wir da Test gemacht, das ist klar. Aber nun kannte ich die Hanna, wir haben ja vorher schon zusammengearbeitet und ich wusste halt, dass man sie jetzt schön beleuchten muss. Und das habe ich mit Freude getan und mit Filtern und mit allem, was dazugehört. Und ja, dann sieht das eben so aus, wenn man es kann. Es gibt einen wunderbaren kleinen Film, den Sie zusammen mit Alexander Kluge gemacht haben. Also in dieser Serie von 70mm Filmen, die wirklich toll sind zu schauen, da wird demonstriert, wie man Hannelore Hoger ganz glamourös inszeniert. Schreiben Sie mal, was Sie da alles eingesetzt haben. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns mal darüber unterhalten, was das eigentlich bedeutet, wenn ein Schauspieler geschminkt wird und was der Unterschied ist zwischen ungeschminkt und geschminkt. Da habe ich natürlich sehr viel Erfahrung damit gehabt, weil es gibt natürlich Schauspieler und die habe ich öfters erlebt. Wenn die an den Set kommen, dann erkennt man sie manchmal nicht wieder. Sagt, wer war das jetzt? Ach so, das war die. Und das war dann die Hauptdarstellerin. Und dann gehen die in die Maske 2 Stunden und kommen raus und sind verwandelt und sehen einfach toll aus. Einer der Ausgangspunkte für unsere Retrospektive ist natürlich die Reflexion über technische Entwicklungen und was technische Entwicklungen bedeuten für die Ästhetik des Films. Also anderes Filmmaterial ermöglicht andere Beleuchtung, andere Leuchtmittel ermöglichen eine andere Ausleuchtung. Nun ist ja die Digitalisierung des Kinos vollständig fortgeschritten. Es gibt digitale Kameras, die fast alles können. Wie ist es dann mit dem Licht, wenn man scheinbar fast alles kann, mit der Kamera fast gar kein Licht mehr braucht? Ja, das kann dazu führen, dass die Produktionsbedingungen sich verändern, weil der Produzent sagt, im Moment, ihr braucht gar kein Licht mehr, die Kamera hat 8 Faser, ihr könnt also alles mit natürlichem Licht machen und dann werden die Drehtage verkürzt, statt 24 Tage kriegt man nur noch 22 Tage. Und das ist ein Verbrechen. Also das finde ich ungeheuer sowas, weil es hat ja nicht nur was mit Licht und mit dem zu tun, sondern es hat ja vor allen Dingen mit der Beziehung von dem Schauspieler und dem Regisseur zu tun. Und je mehr Zeit ein Regisseur hat für die Schauspieler, die das Wichtigste sind im Film, immer, und nur was vor der Kamera passiert, das ist das Entscheidende. Und wenn man wie ich im Theater groß geworden ist, dann weiß man, wie bedeutend Schauspieler sind. Und dann hat man auch eine andere Beziehung zu Schauspielern. Und da werden große Fehler gemacht, dass man denkt, ja, weil jetzt alles schneller geht und so, kann man einfach die Zeit verkürzen. Christoph, ich greife da deine Idee nochmal auf, weil das war, was ich da gehört habe, was ich ja auch von meiner Frau weiß, dass es einfach ganz schrecklich ist, dass die Produktionszeiten für Filme immer kürzer werden, weil immer mehr gespart wird. Und dann guckt man nach Frankreich, wie du auch mir erzählt hast, oder nach England. Und die haben statt, weiß ich, in Deutschland 24 Filme, haben die 40 Tage für einen Film. Und wir sind ein reiches Land und wir geben unseren Künstlern nicht genug Zeit, ihre Filme zu machen. Und das finde ich einfach schlimm. Danke für diesen Applaus. Vielen Dank. Also es ist wirklich, liegt mir sehr am Herzen. Auch im Sinne natürlich auch, was meine Frau mit Film macht. Das war gut hier mit der Frau.
Ja, die ist auch gut. Und der Hintergrund wird einfach dahinter ja drauf gemacht. Also ich habe auch solche Filme gedreht, Wild Wild West, wo ganz viel CGI war. Also schrecklich war das, also furchtbar. Ich möchte sowas, Gott sei Dank muss ich sowas nicht mehr machen. Mir geht es anders als Fassbinder, der ja diese Sehnsucht hatte, dann auch alles zu können. Also in manchen Filmen ja auch sehr, sehr viele Departments eigentlich belegt hat. Diesen Ehrgeiz habe ich gar nicht. Also ich möchte eigentlich mit Leuten arbeiten, die auf ihrem Gebiet jeweils mehr wissen als ich und mehr können und so. Fassbinder war da anders. Der hat auch einen Film gedreht, wo er alles gemacht hat. Da hat er die Kamera gemacht und das Buch geschrieben und Regie geführt und hat vielleicht sogar auch beleuchtet. Aber das war auch eine Ausnahme. Ja, genau. Ich denke, wir zeigen jetzt nochmal den Ausschnitt aus Color of Money und Sie nutzen die Gelegenheit, sich auch noch Fragen. Wir haben noch ein ganz klein wenig Zeit für Fragen aus dem Publikum. Aber jetzt bitte erstmal den Ausschnitt. Aber für einige Spieler ist das Glück selbst eine Kunst. Ja, da gibt es ja noch diesen Old McDonald. Vielleicht eher ein junger McDonald. Schmeckt wie ein Sechsjähriger. Riech mal. So, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte. Irgendwo sind Mikrofone da. Ja, Baras, ich habe eine Frage zu den eben gezeigten Ausschnitten. Ich wollte einfach mal wissen, wie lange haben Sie und Ihr Team an dieser Szene gearbeitet? Von der Planung, von dem Dreh, von der Umsetzung? Was ist alles schiefgegangen? Wie viel Anzahl Zigaretten mussten Sie verbrauchen, um diese Szene so hinzubekommen? Erzählen Sie doch einfach mal bitte. Ja, einmal ist das ein bisschen lange her, mit diesem Film, nämlich knapp 30 Jahre. Ich kann mich nicht mehr so an Einzelheiten erinnern. Ich weiß, dass es mehrere Zigaretten waren, das ist klar. Und ich weiß auch noch, wie es beleuchtet war. Es ist ja wichtig, dass es dahinter immer schwarz ist, damit den Rauch im Gegenlicht sieht schön. Und das sieht man ja sehr, sehr toll. Und das sah auch schön aus mit der Musik. Ist auch eine sehr stimmungsvolle Szene. Überhaupt ist Call of Money eines meiner Lieblingsfilme. Es war ja mein zweiter Film mit Scorsese und das hat vor allem mit den Schauspielern war das, also mit Paul Newman, den ich zum ersten Mal da erlebt habe, der ist einer der großartigsten Menschen, die ich kennengelernt habe. Und das waren große, große Momente. Auch mit seinem Partner, Jerry, der fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Cruise. Tom Cruise, danke. Den sollte man eigentlich behalten, den Namen. Das ist ja immer noch ganz gut, aber er war da eben in diesem Film, fand ich besonders gut. Und technisch kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Es ist auch nicht so interessant, ob das nur 2 Stunden gedauert hat oder nur eine. Es war einfach eine schöne Atmosphäre. Und es war eine tolle Musik dazu und das hat es dann eben, hat das dann so ausgesehen, wie Sie es jetzt gesehen haben. Alles andere war für mich auch nicht so wichtig. Die Arbeit von einem DP in Deutschland gegenüber Amerika ist ja doch sehr unterschiedlich. In Amerika gibt es viel mehr Restriktionen von den Gewerkschaften, was ein DP machen darf, was er nicht machen darf vor allen Dingen. Und das Technical Department unter Ihnen ist ja auch wahrscheinlich viel größer gewesen in Amerika. Wie beurteilen Sie die Unterschiede oder wie schwer fiel Ihnen die Umstellung von der Arbeit hier und der Arbeit dort? Die Umstellung war für mich nicht so schwierig, weil ich habe ja auch in Amerika mit Low-Budget-Filmen angefangen. Also meine ersten 4 Filme in Amerika waren ja Low-Budget-Filme und das ging eben auch dann langsam ja, aufwärts. Deshalb war es auch ein weicher Übergang. Natürlich ist der Job des Kameramanns ein anderer, der heißt ja auch anders, der heißt ja Director of Photography, hat mehr Verantwortung, kriegt auch mehr Geld, was auch schön ist. Und ja, es ist einfach ein anderes Arbeiten in Amerika, weil in Amerika etwas mir sehr gut gefallen hat, dass eben nicht alle Leute nur... ja, also nicht die Beleuchter alle, also in Deutschland muss ein Beleuchter ein Elektriker sein, ja. Amerika kann der sein, was er will. Also mein Oberbeleuchter in Amerika hat er an der NYU studiert. Der war später dann ein bekannter Kameramann. Das ist ein Unterschied, wie jemand da an den Beruf rangeht. Und das ist ein für mich ein sehr positiver Unterschied, dass man eben nicht... Elektriker gelernt haben muss, um guter Beleuchter oder Oberbeleuchter zu werden, sondern dass auch das ist ein künstlerischer Beruf, auch wie der Kameramanns. Ich war zum Beispiel nie lange Assistent in meinem Leben und als ich Assistent war, einmal war ich sehr schlecht, Gott sei Dank. Ja, ich habe keine Filmschule besucht, weil es noch keine gab, habe halt Learning by Doing. Ich habe es halt einfach gemacht und wenn ich es noch nicht richtig konnte, habe ich die Leute gefragt, die es schon öfters gemacht haben und den Beleuchter oder so einen Bühnenmann und dann haben die mir geholfen und so habe ich es dann langsam auch gekonnt. Aber das sind ganz wichtige Entscheidungen, wenn ich, wie viele Kameraleute auch heute nicht mehr so, heute gehen die meisten auf die Filmschule, aber wenn man mal 10 Jahre Kameraassistent war, dann ist der Sprung zum Kameramann, finde ich, ein sehr großer. Weil das ist erstmal ein technischer Beruf. Und ja, der Beruf des Kameramanns ist eigentlich ein künstlerischer Beruf. War ein bisschen lange Antwort auf eine kurze Frage. Mich beeindruckt die Freude, die Sie bei der Arbeit haben und würde gerne wissen, welche Inspirationsquellen Sie haben. Ein sehr kluger Mann hat mal gesagt, ich habe eigentlich mein ganzes Leben nicht gearbeitet. Und komischerweise habe ich mir das mal überlegt. Der hat dann gesagt, ich habe eigentlich immer das gemacht, was ich gerne gemacht habe. Und wenn das die richtige Antwort war, dann kann ich sagen, ich habe in meinem Leben auch nicht gearbeitet. Weil ich habe immer nur das gemacht, weil ich wirklich das gerne gemacht habe. Ich habe... meine Anfänge waren so, dass ich bei den Dreharbeiten von Lola Montes zusehen durfte, wie der Kameramann Christian Montras das ausgeleuchtet hat, diese Lola Montes. Und ich war so fasziniert, dass ich ab diesem Moment wusste, das will ich machen, das ist der Beruf. Und ich bin danach, weiß ich, 3 Wochen in der Bavaria in München nach Hause gegangen und habe gesagt, so, jetzt weiß ich, was ich werden will. Und bin sozusagen mit einigen Schritten auf diesen Beruf losgegangen. Und dann hatte ich so viel Freude an diesem Beruf, dass eigentlich es immer, es war immer eine Bereicherung meines Lebens, das zu machen. Und ich hatte dadurch natürlich auch, weil ich so viel Freude dabei hatte,
haben das auch meine Mitarbeiter gespürt und auch die Regisseure gespürt, dass ich das mit Leidenschaft tue. Also das habe ich natürlich dem Produzenten nicht gesagt. Aber trotzdem war es immer die Leidenschaft und die Freude am Beruf. Gut, es gibt natürlich immer in einem Beruf auch mal dunkle Tage, wo man also auch sehr traurig ist und man dreht auch mal einen schlechten Film, ist auch richtig, aber im Grunde war es immer Freude. Also deswegen habe ich eigentlich sehr wenig gearbeitet. Hier hin, Herr Ballhaus? Ja. Meine Frage dreht sich auch um den Film The Color of Money, der ja quasi eine Fortsetzung eines Films aus den 60er Jahren war, auch mit Paul Newman. Inwieweit haben Sie sich da inspirieren lassen oder haben Sie sich da an den ersten Film in Ihrer Kameraarbeit gerichtet, gehalten oder haben Sie sich da ein vollkommen neues Konzept überlegt? Ja, ich habe natürlich den Hustler gesehen, das war ja ein sehr, sehr guter Film, auch sehr erfolgreich. Und mein Kollege, dessen Name mir natürlich jetzt auch nicht einfällt, Herr Schifftan, ja, richtig, der hat dafür auch einen Oscar bekommen, was ich ja eigentlich nie bekommen habe. Aber dafür viele schöne andere Preise. Das war mir auch nie so wichtig. Mir war immer die Arbeit wichtiger. Aber ich habe mich daran nicht orientiert, weil das war was ganz anderes und das war 20 Jahre her. Ich habe versucht, den anders zu fotografieren. Ich habe da ein paar Tricks benutzt, die mein Kollege sicher auch hätte benutzen können, aber nicht gemacht hat. Ich habe es möglich gemacht, dass die Kamera, also das Objektiv, in Augenhöhe mit den Kugeln, also mit den Bällen auf dem Feld war, auf diesem grünen. Und das war eben ein bisschen auch ein Trick, dass man in den Ball reingeguckt hat und dass der Ball auf die Kamera zugeschossen ist, also wirklich auf das Objektiv zugeschossen ist. Und das war nur möglich durch ein Prisma, dass man die Kamera einfach so tief bekam, dass das der Fall war. Und dadurch waren wir auch sehr beweglich mit der Kamera auf dem Feld und konnten also immer auch fahren mit der Kamera. Und das war, glaube ich, das besondere Technische an diesem Film. Und dann hat natürlich der wunderbare Regisseur Martin hatte auch ein paar Forderungen an mich, wo ich dachte, ups, wie geht das denn jetzt? Und das haben wir dann aber auch mit meinem wunderbaren Grip auch gelöst. Aber es war teilweise schwierig, aber es ging eben alles. Es geht dann auch alles, wenn man es unbedingt machen muss und machen will. Ich weiß nicht, ob ich diese Einstellung jetzt beschreiben soll. Wer den Film gesehen hat, weiß es vielleicht. Das fängt in einer Totalen an, wo man also den Tisch sieht. Und was er wollte, ist, dass die Kamera langsam ranfährt und am Ende der Einstellung ein Close-up ist von Paul Newman und die Kugeln praktisch vor seinem Gesicht vorbeifahren. Und jetzt saß Paul Newman etwas höher und das war natürlich ein bisschen schwierig. Und jetzt sind wir rangefahren. Jetzt hatte also mein Mühlmann die Idee, dass man den Tisch auf einen Dolly stellt, den man langsam hochfährt. Und während wir rangefahren sind, ist langsam der Tisch hochgefahren, sodass er auf Augenhöhe von Paul Newman war. Und dann sind wirklich am Ende der Einstellung sind die Kugeln sozusagen vor seinem Gesicht vorbeigegangen. War ein bisschen aufwendig, aber hat dann sehr gut geklappt. Da hinten ist die nächste Frage. Mich würde interessieren, inwieweit sich nach Ihrer Auffassung unsere kollektive Sehgewohnheiten verändert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Man spricht ja zum Beispiel auch von der MTV-Generation, die kurze, schnelle Schnitte bevorzugt. Oder ich stelle auch fest, dass die Farben mehr entsättigt werden in der letzten Zeit. Können Sie von Ihrer Perspektive aus sagen oder präzisieren, ob und wie weit sich die kollektive Sehgewohnheit des Publikums verändert hat? Ja, was Sie schon gesagt haben, die hat sich sehr, sehr stark verändert. Der Rhythmus hat sich verändert, wie Sie schon erwähnt haben. Die Schnitte werden schneller. Die jungen Leute gucken schneller, denken schneller. Und deswegen ist es für mich auch in meinem Alter manchmal ein bisschen schwierig, diese Actionfilme zu sehen, weil ich eben nicht so schnell gucke. Nicht so schnell wie die Kids, die das einfach gewöhnt sind, die einfach vom Computer und von allem
und vom Fernsehen ganz anders geschult sind. Ich finde das eine richtige Entwicklung, weil man kann das auch gar nicht verändern. Das ist, wie es ist und man muss sich damit abfinden. Aber dadurch, dass ich jetzt keine Filme mehr drehe, sozusagen habe ich damit kein Problem mehr. Aber wenn ich mir jetzt manche Filme von mir selber ansehe, dann denke ich, Mensch, ja, der Film ein bisschen langsamer, könnte ein bisschen schneller sein. Also nicht nur die kollektiven Sehgewohnheiten haben sich verändert. Okay, ich denke, wir müssen jetzt an ein Ende kommen und ich danke ganz herzlich beiden. Vielen Dank, Christoph Popasler, vielen Dank, Michael Ballhaus, vielen Dank, Ihnen. Und bitte das Datum. Das Datum noch bitte. 9.2.14. Oh, jetzt hier oben bitte. Hier oben? Ja, bitte, Herr Baller. Haben Sie denn noch einen Lieblingsfilm, Herr Baller? Ja, das ist schon ein bisschen schwierig. Das ist schon ein Film, den ich sehr mag, aber also, mein Lieblingsfilm ist eigentlich Age of Innocence. Welcher? Age of Innocence, Zeit der Unschuld. Okay. Dann, waren Sie nicht damals etwas überrascht, dass Goodfellas überhaupt keinen Preis bekam? So war das Gefühl. Dafür aber The Part und im Nachhinein. Ja, das muss man so sagen. Ne? Angelehnt daran. Ja, aber trotzdem ist Goodfellas immer noch ein Kultfilm. Das fängt doch schon beim Vorspann an. Naja, es ist immer noch ein Kultfilm. Absolut. Absolut. Und dann hinterher zum Farnhaus. Ja, war ja nur also ein Abbild. Und das über also 3 Jahre zum Farnhaus. Also das Farnhaus zählt immer noch zur größten Ruhe, oder? Ja. Ist davon irgendwas nicht mehr oder sind alle Explosionseinstellungen irgendwie auf einer Tischplatte des Modells? Oder ist davon irgendetwas tatsächlich, dass man sehr hoch von einem Hubschrauber aus irgendwie eine. Ich kann es nicht sagen. Das ist auch eine Einstellung, die ich nicht gemacht habe. Das ist auch sehr Das war sicher.